Hallo und herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 24 Stunden auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? So, schauen wir mal. Nicht vergessen, du kannst dir noch bis morgen, 10. März, 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen holen mit dem Code FrauenPower 2024, alles zusammen und groß geschrieben. Okay? Ist noch bis und mit morgen, 10. März, bis am Sonntagabend. Ja. Schauen wir mal. Was kommt in den nächsten 24 Stunden auf dich zu? Bitte. So. Zack, zack, zack. So. Ja, ich beginne bei Steinbock. Okay. Hier haben wir Steinbock, 5 der Kelche. Wirst hier jemanden sehr vermissen? Okay, ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Mensch nicht da ist. Nee, ist schon noch da und auch in deinem Leben. Aber du vermisst wie die alte Version von diesem Menschen. Ja, eigentlich würdest du, das ist auch ein Hinweis von 5 der Kelche, Steinbock, eigentlich kannst du auch die neue Version von diesem Menschen durchaus lieben, nur falls du dich dem auch öffnest. Okay, die alte Version vermisst du sehr, aber ja, und du ignorierst dabei, dass die neue Version nicht einmal so schlecht ist. Okay, da hat sich jemand sehr verändert und dass du trauerst hier alten Zeiten nach, aber du, die neue Person, ja, die dieser Mensch hier geworden ist, ist genauso toll. Kannst du genauso gut mit auskommen. Okay. Wassermann, in den nächsten 24 Stunden. Königin der Münzen hier. Heimdekoration. Autodekoration. What? Bringst du da so Sticker und so an? Ja? Autodekoration sehe ich hier auch. Ist da irgendeine Pferdekutsche oder so, die dekoriert werden soll? Ein Auto, das dekoriert werden soll? Installierst du so Blinker oder ähnliches an deinem Fahrrad? Also irgendein Fortbewegungsmittel wird hier dekoriert, schöner gemacht. Okay, gut. Königin der Münzen hier. Du hast hier auch mit Königin der Münzen, habe ich den Eindruck, dass in der Familie, Wassermann, viel über dein Geld geredet wird. Die Tante, die Cousine und alle, ja, die reden über dein Geld. Fische in den nächsten 24 Stunden hier, der Teufel. Oh, gut, es ist Sonntag. Oh, Tarot, komm jetzt. Du könntest am Sonntag sehr dazu hingerissen sein, dich einfach hinzulegen. Ja, und dann einfach hinlegen, Serie angucken oder den ganzen Tag lang. Oder einfach chillen, ja, so die sündige Seite des Lebens auszuleben. Oder das wirst du hier morgen am Sonntag unbedingt machen wollen. Gut, das ist ja, weißt du, sogar Gott hat sich am 7. Tag ausgeruht. Aber ich sehe hier, du hast zu tun. Du hast zu tun. Okay, nimm das als Herausforderung, um gegen dich selbst zu kämpfen, Fische. Wenn du das überwinden kannst, dann kann dich nichts mehr aufhalten. Okay, weil da ist ein sehr starker Drang nach Suchtverhalten am Sonntag. Ja, eben chillen, Serien, eine Folge nach der anderen, ja. Und dann nur am Essen und nur am Rauchen, am Trinken, ja, was auch immer. Das ist hier, das bei dir eine Sucht darstellt, ja, das in Richtung Faulheit geht. Dagegen wirst du kämpfen müssen in den nächsten 24 Stunden. Okay, wieder in den nächsten 24 Stunden hier König der Schwerter. Okay, da ist eine männliche Person. Moment, was mit diesem König der Schwerter? Der blickt in eure gemeinsame Vergangenheit. Was genau ist da? Mäßigkeit? Aha, ja. Okay, hier die Kraftkarte. Okay. Dieser König der Schwerter ist der Meinung, dass er sie sich, ist in den meisten Fällen ein Mann hier, falsch ausgedrückt hat. Kann gut sein, dass er sie, ist in den meisten Fällen ein er hier, dir das auch mitteilen wird. Ja, also blickt hier in Richtung Vergangenheit und denkt sich, mein Gott, König der Schwerter, oder ich hätte das besser machen können, ich hätte das besser kommunizieren können, mitteilen können. Ich hätte meine Wörter besser wählen können gegenüber wieder.
Ja. Es ist das, was dir in den nächsten 24 Stunden passieren wird wieder. Du könntest das durchaus mitbekommen hier, dass dieser König der Schwerter dir so mitteilt. Ja, also ich hätte das besser lösen können, ja, besser mitteilen können. Okay. Stier in den nächsten 24 Stunden, mein Gott, viel zu tun. Viel zu tun, zwei der Münzen hier. Ich habe den Eindruck, dass du zwei Gelegenheiten, zwei Möglichkeiten jonglierst, ja. Versuchst hier zwischen zwei Chancen hin und her zu jonglieren, beides fertig zu bekommen, ja. Ist für eine Tageskarte ist das okay. Ja, wenn das eine für eine Woche wäre, müsste ich sagen, Stier, du musst priorisieren, weil das funktioniert nie. Wenn man das hier allzu lange macht, merkt ihr das, Stier? Weil das hier ist für den Sonntag, aber falls es dann noch so weitergeht, warne ich, ja, muss ich dich warnen, Stier, wenn man zwei der Münzen allzu lange macht, ohne eins davon zu priorisieren und mit drei der Münzen aufzubauen, kann es passieren, dass man beide Münzen verliert. Okay? Sie mit den Kerlen, die beide Frauen verlieren. Nee, hier geht es um Geschäftliches bei dir. Aber eben Geld priorisieren dann langfristig. Okay? Ja, es handelt sich hier um eine unerwartete Gelegenheit. Du hattest nicht gedacht, dass eine solche Gelegenheit kommt. Ja, deswegen jonglierst du hier. Aber schau, dass du so schnell wie möglich priorisierst. Na, okay. Zwillinge in den nächsten 24 Stunden. Die Lebenden ist eine Zwillinge-Karte. Ja, du, Tarot sollte ja spirituell sein. Ja, aber ich sehe hier, ja, ich muss es sagen, sehr viel Masturbation am Sonntag. Ja, viel, das ist Selbstliebe. Ja, und das, du siehst, wie die Karte hier, ich meine, ja, wenn du es hier nicht mit einem anderen Zwillinge treibst, dann weiß ich auch nicht. Also, ja, und das sehe ich hier eher nicht, sondern mit die Liebenden sehr viel Liebe gegenüber deinem Körper und sehr viel Körperpflege auch, ja, vor allem kosmetische Körperpflege. Tust deinen Körper sehr gut in den nächsten 24 Stunden. Gleichzeitig sehe ich hier, dass du, oder man weiß manchmal nicht, welchen Effekt gewisse Handlungen haben können. Aber nachdem du hier einen ganzen Tag mit so viel Selbstliebe verbracht hast, wirst du dann die kommenden Wochen viel selbstbewusster erleben. Ja, du bist ja jetzt bei dir. Ja? Denkst dir so, mein Gott, dieser Ellenbogen, was für schöne Ellenbogen. Ah, diese Augenbrauen, so schöne Augenbrauen. Ja, und danach bist du wochenlang, oder die sich bewusst ist, dass sie schöne Augenbrauen hat, schöne Ellenbogen hat und dementsprechend auch mit sehr viel Selbstliebe und Selbstrespekt anderen gegenübertritt. Ja. Krebs in den nächsten 24 Stunden, 10 der Kelche hier, die Familie steht hier im Mittelpunkt, könntest hier Familienmitglieder treffen, okay. Ist auch kein Wunder für den Sonntag, gell? Mit 10 der Kelche habe ich auch den Eindruck, dass du deinen Radius verkleinerst, ja, die Anzahl Menschen, die du als Familie zählst, wirst du verkleinern. Das ist elegant ausgedrückt. In der Realität sieht es so aus, dass du diese eine Tante da nie wieder sehen möchtest. Ja, hau ab, sagst du. Ja, dann der eine Cousin. Hau ab, den willst du auch nicht mehr sehen. Ja, siehst du nicht mehr als Teil. Du siehst nicht mehr diese familiären Verpflichtungen mit diesen Menschen. Ja, und also verringerst hier durchaus deinen Familienkreis in den nächsten 24 Stunden. Okay. Löwe in den nächsten 24 Stunden hier, 5 der Stäbe. Ich weiß nicht, was tun. Ich versuche alles zu erledigen. Ja, ich versuche mit allem fertig zu werden. Das ist so dieses typische, oder? Morgen ist Montag und deswegen muss ich mit allem heute fertig werden. Na, das ist hier 5 der Stäbe hier. Ein Tipp, Löwe, die nächste Karte ist 6 der Stäbe. Es ist nicht einmal so unmöglich. Ja, man kann durchaus hier mit allem aufs Mal fertig werden, vorausgesetzt, dass du mit 6 der Stäbe dir zuerst mal einen Überblick schaffst. Schaff dir zuerst mal einen Überblick, mach eine To-Do-Liste, wenn nicht sogar einen Zeitplan und arbeite so ab. Weil das ist machbar. Ja, 5 der Schwerter alles aufs Mal erledigen, kein Problem. Vor allem für dich. Okay. Jungfrau in den nächsten 24 Stunden hier, 3 der Schwerter. Da kommen Erinnerungen hervor. Okay, das betrifft das Liebesleben hier. Jemand hat dich in der Vergangenheit ziemlich verarscht, belogen, betrogen, hintergangen. Ja, das kommt hier wieder hoch. Nimm es als eine Phase der Heilung. Also das, oder 3 der Schwerter. Ich würde dir das niemals aussprechen wollen, hier ausreden wollen. Entschuldigung, ausreden wollen hier. Warum? Weil ich weiß, dass es dir dann am Montag viel besser gehen wird wie am Samstag. Am Sonntag ist Heulen angesagt, Jungfrau.
Wein drauf los, am Montag wird es dir besser gehen. Wenn du dann am Donnerstag wieder das Gefühl hast, dass du da wieder eintauchen musst, tu es. Dann wirst du dich am Freitag nochmals ein Tick besser fühlen und irgendwann, ja, geht dir das Ganze hier eh am Arsch vorbei. Okay. Waage, in den nächsten 24 Stunden hier, 9 der Kelche. Gute News kommen hier auf dich zu. Du wirst dich mega freuen. Ein Herzenswunsch wird dir hier erfüllt. Es kommen hier sehr gute News in Bezug auf Herzenswünsche, in Bezug auf deine emotionale Welt auf dich zu. Wirst dich hier fühlen wie eine Gewinnerin, wie ein Gewinner in den nächsten 24 Stunden. Sehr gut. Skorpion, in den nächsten 24 Stunden hier, der Magier. Ich habe den Eindruck, dass du in den nächsten 24 Stunden, man sagt dem links zeigen, rechts kicken. Hast du das schon gesehen bei Elfmeterschießen? Hast du das schon gesehen? Ne? Der da kicken möchte, der tut so, wenn er links kicken möchte, aber kickt dann schlussendlich rechts. So etwas wirst du tun. In den nächsten 24 Stunden jemanden in diese Richtung zeigen, aber dann zack, von dieser Seite hier attackieren sozusagen. Ja, so A, also du machst B und versuchst dadurch A zu erreichen. Verstanden? Also links zeigen, rechts kicken. Das wirst du hier in den nächsten 24 Stunden tun. Okay. Siehst, weil du hier, ja, du willst hier etwas durchsetzen und da sind dir einige Mittel recht in den nächsten 24 Stunden. Ja. Schütze, in den nächsten 24 Stunden hier Ass der Schwerter, da kommt eine Nachricht auf dich zu, die dir sehr viel Klarheit geben wird. Ja, ist die Folgekarte nach 10 der Schwerter. Es ist etwas, das dir sehr lange sehr viele Sorgen bereitet hat, Schütze. Und hier mit Ass der Schwerter kommt hier am Sonntag eine Nachricht, die dein Gehirn befreien wird und wonach du ganz genau wissen wirst, wo du stehst, wo das Projekt steht, dieser Mensch steht, diese Menschen stehen und wohin es ab jetzt gehen soll. Okay? Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.